Läuft. Freunde, hey yo. Kühler einbauen hier ist ja katastrophal undankbar, die Arbeit. Du hast den falschen Spruch gesagt. Ich weiß, mit dem Käppchen in der Hand. Egal, der Kühler ist jetzt drin, der Lüfter ist dran, die Leitungen sind dran, die starren Rohre sind dran. Kühlleitung hier, Thermostat und zur Wasserpumpe vom Kühlmittelbehälter zum. Ja, zu der Leitung zum, wie hieß das? Zum Zuheizer, ja, mir liegt immer Standheizung auf der Zunge. Jetzt kommt die ultimative Dichtigkeitsprüfung. Das heißt, ist das System dicht? Sind die Rohre, die Schellen, die ich hier verwendet habe, ich habe ja teilweise neue genommen, weil die alten so durchgenudelt waren. Ist alles dicht oder nicht? Das entscheidet jetzt das Licht. Entscheidet das Wasser. Ja. Und jetzt... Let's do it. Ja, hey, nicht so viel daneben, ich will so viel wie möglich. So ist besser. Weil dann können wir perfekt sehen, ob irgendwo was tropft, die Übergänge oder sowas. Da läuft schon. Da läuft irgendwas, ja. Mhm. Was läuft denn? Wasser. Hier vorne direkt. Bestimmt an der einen. Hier, der Anschluss. Da, den du da vermutet hast. Warte. Ey, guck da hin wie so ein Pferd, Alter. Scheiße. Die da. Na gut, dafür war der Test. Deswegen wollte ich kein Kühlwasser reinmachen. Alles klar, Auto wieder hoch. Auto wieder hoch und also, offline. Bis gleich. Ready? Versuch Nummer 2. Da war so eine Hartkunststofflippe. Die irgendwie, warum auch immer. Und es läuft wieder. Echt jetzt? Immer noch von da? Ist immer noch nicht dicht. Oh nein. So, Jungs, wir melden uns gleich mal wieder. Wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Bis gleich. Du hast ein Problem. Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Kühler ist voll. Jetzt warten wir darauf, dass Thermostat öffnet. Silvio, mach an. Okay. Komm, Baby. Komm, Baby. Ja, wie weiß ich, ist die Injektoren. Jetzt kommt mal Diesel in die Leitung. Jetzt habe ich mir wirklich den Schluck verdient, Freunde. Was ein Tag. Es ging alles schief, was schief gehen konnte. Ja, ich sage es euch ganz ehrlich. Ja, der ganze Zusammenbau, diese Kühler-Geschichte, das war auch sehr chaotisch hier. Der Silvio war da. Hat auf jeden Fall geholfen, super, danke, vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe. Der hat gehalten und mitgedrückt und was auch immer, der Kühler und so, das ist ja alles. Da ist ja jetzt, die Sache ist ja, dass man unten natürlich diese Haken hat, hier diese Aufhängung, wo der Kühler ja ursprünglich dann auch sitzt, ja. Und das alles kann man jetzt nicht richtig festmachen, weil ja der Ladeluftkühler erstmal dran muss. Aber bevor das dran ist, wollte ich natürlich schauen, wie ist das mit der Dichtigkeit und gut, dass ich es gemacht habe. Die Dichtigkeit war nicht gewährleistet. Und zwar ist da unten, wie ihr sehen konntet, ist eine Gummidichtung, die hat sich so gelenkt, die hat nicht mehr gepasst. Das hat sich umgewälzt. Also die Dichtung ist einmal, hat sich gedreht. Und dann wurde es undicht. Auch wie der ganze Motor und so klingt, das zeige ich euch gleich. Also gestartet habe ich ihn schon, georgelt natürlich, bis der Dieseldruck stand. Sorry, ich habe euch da nicht mit eingeschaltet. Ich war so genervt. Dann hier die von der Servopumpe, die Leitung unten da von der Klimaanlage. Ihr seht ja, wie es hier aussieht. Dann hat es auch einmal gespritzt hier. Oh, das ist eine Katastrophe gewesen. Ich will euch jetzt auch nicht auf die lange Folter spannen. Wir werden, schaut mal, wir haben hier einen, ich bin auch echt müde geworden jetzt. Wir haben hier eine leere Dose, Aludose, ganz dünn. Ja. Und die werden wir gleich auf dem Motor legen. Jetzt starte ich den Motor mal. Oh, ich bin echt kaputt, bin ich förmlich. So, ich starte den Motor. Wartet. Oh, muss eine. Hat er den Schlüssel hier getan? Ich dachte schon. So, Schlüssel rein. Das Steuergerät freut sich natürlich über die ganzen Fehler. Alles ist. Es ist noch nicht alles dran. Ladeluftkühler zum Beispiel ist noch nicht dran, aber da ist ja kein Sensor. Ich überlege gerade. Nö, eigentlich müsste ja alles dran sein, steckertechnisch. So, jetzt starte ich den Motor. Digga, der läuft und läuft. Und schaut mal, was hinten rauskommt. Schaut mal. Nichts. Kein Qualm. Das war ursprünglich der Grund. Da hatte ich ja bei dem Video
nochmal darauf hingewiesen bei Yunus, wo ich war, bei den Kfz-Fuzzis, wie hinten immer dieser blaue Qualm kam. Deswegen haben wir die ganze Scheiße gemacht. Er war undicht. Der dritte Injektor, nicht nur undicht, sondern auch defekt. Und jetzt nehmen wir diese Dose. So muss ein Sechszylinder laufen. Ja, wo können wir denn den jetzt hier mal hinstellen? Ja. Da ist jetzt natürlich keine gerade Fläche da. Schaut mal, die leere Dose. So muss ein Sechszylinder laufen. Gar nichts. Alles ist dicht. Keine Rücklaufleitung. Keine Zulaufleitung vom Drehrohr. Die Spannrollen. Kühlerschlauch. Oh, hier muss ich aber aufpassen. Der könnte da dran schleifen. Na gut, der Kühler ist ja auch noch nicht richtig drin. Ja, ja, der Kühler ist noch nicht fest. Dann kommt man noch ein bisschen höher. Das gibt's gar nicht. Es tropft nichts. Außer da, aus der Klima. Nee, wo doch? Wo läuft das denn jetzt runter? Hier. Ist nicht dicht genug. Irgendwo hier läuft's raus. Aus irgendeiner Leitung hier. Ja, hier läuft's raus. Ist egal. War ja auch nur provisorisch. Kühlmittelbehälter. Alles dicht. Ich kann auch noch mal hinleuchten. Warte, da ist die Taschenlampe. Alles dicht. Nichts tropft. Hier ist Schlauch. Auch dicht. Dose steht immer noch. So, jetzt mach ich den Motor mal irgendwann noch mal aus. Mal gucken, ob die Dose beim Ausschalten noch stehen bleibt. Haha! Sogar beim Ausschalten bleibt die Dose stehen. Schaut mal, so geil läuft dieser Motor jetzt. Also ich glaube, ich danke auch nochmal an alle, die natürlich bis zu diesem Punkt jetzt hier gesagt haben, tauscht die Wasserpumpe, macht da keine halben Sachen. Es ist getauscht und er läuft wunderschön. Er springt sehr leise an, also keine Geräusche von irgendwelchen Rollen oder sowas. Hier vorne überall ist alles schön sauber geworden, auch klar, das Ding ist angerostet, da kann man jetzt nichts sauber machen. Ich hätte es höchstens lackieren können, aber dazu müsste ich es ausbauen und das ist gefährlich, weil die Dichtungen dann meistens kaputt gehen. Und das ist schon in dem Punkt, glaube ich, die beste Version gewesen. Hier muss ich jetzt aufpassen, der schleift hier, sieht man schon leicht die Spuren. Nicht, dass mein Kühlschlauch noch kaputt geht. Also das liegt aber jetzt daran, weil der Kühler noch nicht in seiner Endposition sitzt. Deswegen werde ich den Kühler auch nicht mehr, beziehungsweise den Motor jetzt erstmal nicht starten. Ja, morgen, also der Kühler und der Lüfter, wie man sieht, sind drauf. Die starren Rohre vom Öl sind auch angeschraubt, da gehen sie hin. Dann haben wir die Stecker für den Lüfter ist auch schon drauf. Hier die Schläuche Thermostat, hier geht's der Belüftungsschlauch zum Kasten, oh, der sogar ein bisschen warm ist. Auch meine Flikage bezüglich der Zusatzheizung, alles ist dicht, weil die Leitung da unten geht ja darüber zum Rathaus. Unterdruckschlauch von der Tandempumpe rüber zum Bremskraftverstärker ist auch dran. Also an diesem Punkt sind wir fertig. Jetzt muss nur noch der Luftfilter rein, der Deckel drauf und dann geht's los. Ach, ich freue mich, ey. Aber morgen werde ich das erstmal so machen, dass ich den Klima... Also die beiden Kollegen müssen jetzt da noch rein. Die beiden Kollegen müssen da jetzt da noch rein. Ich habe noch ein bisschen den Akku geladen, weil ich den ja zum Testen benutzt habe, aber der ist voll. Der ist bis oben hin voll. Guck mal, die Nadel ist auf 0. Der schickt 0 Ampere rüber. Das Ding ist rappelvoll. So, können wir abmachen. Das brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt kommt morgen der Kollege dran. Da kommen die beiden Leitungen rein, die wir da oben gesehen haben, wo ich jetzt erstmal mit der Schraube das alles abgedichtet habe. Und dann kommt von unten noch der Ladeluftkühler drauf. Und ja, dann ist das Ganze erledigt. Boah, ich kann es nicht fassen, Leute. Der Motor läuft wie eine 1. Alle Injektoren dicht, alles war gut. Ne? Boah, diese Flikage, die ich da mit dem Gewinde, alles top. Kein Ölrücklauf. Oh, ey. Ich kann es echt nicht glauben. Die Dose steht immer noch da. So, Leute, und jetzt kommt etwas ganz Spezielles auch für euch. Ich habe da mal was hingestellt, ja, um euch auch ein bisschen an dieser Stelle was zurückzugeben. Ja, viele haben immer danach gefragt, viele Monate,
teilweise über 2 Jahre schon, werde ich immer gefragt, Channel, was ist denn? Achso, die Liste, die müssen wir auch noch vervollständigen. Die Sachen, die wir jetzt da reingetan haben. Achso, falls ihr euch wundert, Kühlwasser, hatte ich aber schon, glaube ich, gesagt. Da ist jetzt erstmal reines Wasser drin, im kleinen Kreislauf. Das heißt, ich ziehe unten den Schlauch nochmal ab, lasse das komplette Wasser, das reine Wasser ab. Und dann kommt unser Kühlmittel rein, was da hinten jetzt schlummert. Ja, ich kann wirklich mit Stolz verkünden, dass wir jetzt endlich eine Kollektion haben, nur begrenzt, weil ich erstmal schauen will, wie das natürlich bei euch ankommt. Wollt ihr das überhaupt, wollt ihr es nicht, obwohl ihr oft gefragt habt, aber man kann endlich Tassen bestellen, ja. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus, auf die bin ich besonders stolz. Das ist jetzt die Tasse mit der Unterschrift auch. Und ja, wir Schrauber halten zusammen. Ich glaube, der Slogan ist perfekt. Ja, und dann schön mit Schattierung. Also viel Mühe gegeben. Schöne Tasse, schön runde Ecken, spülmaschinenfest. Also nichts, wo, ja, man, es gibt ja auch so billig Scheiß, da geht man drüber und es fühlt sich so rau an, als ob es gerade, was weiß ich, vom Schleifbock kommt. Und hier haben wir das Gleiche nochmal mit einem schönen Auto drauf, einem Schraubenschlüssel. Auch perfekt, passend zu unserem Thema. So, das sind die beiden Tasten, die ihr jetzt auch gerne mal bestellen könnt. Begrenzte Anzahl, ich habe dafür auch extra alles Nötige eingerichtet. Und zwar könnt ihr schreiben, ich nehme Version Nummer 1 oder Version Nummer 2. Jetzt im Moment gibt es die beiden im Sortiment und könnt gerne so eine Tasse erwerben. Die Tasse kriegt ihr bei mir und glaubt mir, ich werde nicht reich davon. Definitiv nicht. Für 9,99 €. Dazu kommt dann noch natürlich der Versand, der leider Gottes in Deutschland sehr teuer ist. Aber der kommt dazu und dann könnt ihr so eine Tasse gerne haben. Wie ihr sowas bestellen könnt, ganz einfach. Ihr schreibt an folgende E-Mail-Adresse eine E-Mail. Die habe ich extra dafür eingerichtet. Das ist nur für den, ja, für den Tassenkauf sozusagen. Und dann wird über diese E-Mail-Adresse mit euch alles geklärt. Rechnung geht raus, alles mit Rechnung. Und dann habt ihr das Ding in kurzer Zeit, das ist alles gemanagt, in kurzer Zeit zu Hause. Und wenn ein Engpass ist, dann kriegt ihr auch sofort ein E-Mail, dass das nachbestellt ist. Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Also es ist wirklich sehr kompliziert, sowas aufzubauen. Naja gut, ein extra PayPal-Konto gibt es dafür auch. Alles gut. Gut, ja, der Motor läuft. Und jetzt mache ich noch ein Thumbnail, damit ihr wisst, wie sowas entsteht. YouTube halt. Euer Mr. Do It, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Achso, nicht vergessen, morgen Livestream übrigens, ne? Morgen Livestream, ich glaube, ich fange sogar ein bisschen früher an. Ich werde wahrscheinlich sogar im Livestream den Klimakondensator dran machen und den Ladeluftkühler. Wenn alles gut läuft, sehen wir uns auf jeden Fall morgen mit dem kompletten Motor, Scheinwerfer drin, das ganze Gelumpe, ihr wisst Bescheid. Ciao.